So, hier sind wir wieder in der Hollow-Area, aber erstmal hallo und herzlich willkommen nun wieder zurück zu Sword Online Ray Hall of Fragment mit neuer Giga Tobi. So, okay, alles nah. Nein. Ups. Nix ist. Ich guck mal. Ah. ただいま、ユイ。やっぱりユイちゃんにはかなわないか。キリト君、こっちこっち。キリト、おかえり。キリト君、遅い。キリト、モテモテで大変ね。悪い、少し遅れちまった。そうね。いいね、いいね。そうですね。Okay, das hätten wir auch schon mal. Jetzt brauchen wir wieder Asna wieder, ne, an unserer Seite. Ach, da ist sie ja. Passt ja. So, wir haben wieder auf jeden Fall eine Menge zu erledigen. So viel. Gut. Thank you.
Es aktiviert sich so ein erster Siegel hier. Ihr seht ja hier mehrere Siegel, die hier auferlegt sind. 4 Stück. Und das sind eben halt die großen Quests, die Grand Quests. Und ja, mal sehen, ja, wie die abgehen. Check mir mal ab. Das sieht ja echt, guck mal, cool aus. Oh, die Musik. Also das sieht schon eigentlich mal ganz cool aus hier so. Boah. Schon recht riesig. Wow. Odiumpalast. Wow. Astral. Ah, hier. Das war irgendwie klar, wir müssen das hier irgendwie aktivieren und wir müssen erstmal zu dieser einen Lichtung dorthin. Dorthin. So, den ersten haben wir erledigt. Vulkan. Los geht's, Schätzlein.
Aha. So. Hier ist nix. Recht groß hier, ne? So, den haben wir erledigt. Nordwesten, da. Oh oh, das war also dieser Alarm. Wir haben es deutlich mit stärkeren Gegnern zu tun, die wir nicht. Warte. Shit, ey, boah. Ja gut, das waren jetzt stärkere Gegner, da konnte man nichts machen. Oh Mann. Sind noch echt viel zu stark da. Die anderen gehen ja noch so, aber die anderen sind sau stark. Ich probiere es jetzt nochmal.
Aber wenn die da 154 sind, das ist schon ein sehr hohes Level auf jeden Fall. Irgendwo müssen wir ja. Irgendwo müssen wir ja weiter. Also hier könnten auch wieder übel starke Gegner sein. Ah Mann, ey. Also gibt es manche Bereiche, da sollte man nicht hingehen. Hier haben wir es ja noch mit. Ja gut, 120. Oh Mann. Da geht zu viel mies durch. What the hell? Hier gehen die wieder, ne? Guck mal, jetzt stand er mir auch noch, ne? Hey! Die wollen mich doch trollen hier, oder etwa nicht? Thank you.
Was für ein Labyrinth hier. Da geht's wieder runter. Sollten wir eigentlich runter? Ich glaube nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Weil da unten geht es ja auch irgendwie weiter. Darunter war das ja da. Da geht's auch irgendwie runter. Was ist da oben? Eine andere verschlossene Tür. Auch wieder Truhen hier. Jawohl. So, gucken wir die Truhe mal an hier. Okay. Oh. Also ich finde das auch noch lustig. Da haben wir auf jeden Fall einen sehr starken Boss da. So ein Special-Ding ist das. Boah. Aber gegen den hätten wir, glaube ich, garantiert keine Chance. Ich denke mal, dieser Grand-Dinger kannst du auch am besten Multiplayer machen oder so, so wie ich das irgendwie mal da gelesen habe. Das könnte man auch zwar machen. Oder man ist stark genug, um das alleine zu bewältigen, aber wir sind dann auf so ein niedriges Level. Ich denke mal, wenn man irgendwann genug in Ebene 100 oder so, denke ich mal, farmt oder so, dann wären die irgendwann hier auch sehr, sehr machbar, denke ich mal. Ansonsten, glaube ich, sind diese großen Quests, naja, sonst dafür noch nicht so geeignet. In dem momentanen Stand, muss man ja jetzt ehrlich auch sagen. Also, ich versuche aber dennoch jetzt hier noch weiterzukommen, hier, wie es eigentlich noch geht. Und da kommen wir wieder nach oben oder so. Oh, sehr schön. Da haben wir schon mal einen Teleportationspunkt. Das heißt also,
auf der Map gucken. Da. Also ihr seht auf jeden Fall, wir sind hier in diesen Krater hier, kann man so sagen. Und da gibt es eben halt verschiedene Tore von den Grand. Das sieht man daran, wenn wir jetzt heranzoomen, dass hier diese vier Tore bestehen. Und hier ist ja dieser ganz große. Wir müssen eben halt hier schon mal welche aktivieren, um eben halt später zu diesen speziellen Tor da zu öffnen. Ich denke mal, wenn wir dieses spezielle Tor geöffnet haben, wird da wohl ein Grand Boss sein, also ein sehr spezieller großer Boss bestimmt. Das hat ja auch so manche andere Games, halt so RPGs oder MMOs so, dass man da irgendwann ja schon spezielle Gegner zu tun hat, kann man so sagen. Ja, und dann muss man hier so gesehen hier immer weitergehen. Und dann... Ja, hier ist der Garten, da waren wir ja schon. Das ist der Konsolenraum. Das ist der Vorgarten. Dann gibt es hier auch noch da hinten einen Punkt. Ah, hier ist also der Feuerbereich und da ist das Eisbereich so gesehen. Wie ihr seht, hier Frozen. Aha. Also wir müssen einen Feuer-Boss besiegen und einen Eisboss, um irgendwie weiterzukommen. Ich denke mal, vielleicht kommen irgendwann ja auch noch andere Elementare oder so. Oder es ist nur Feuer und Eis, je nachdem. Also müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal nicht, dass wir den jetzt noch besiegen könnten. Deswegen gehen wir wieder zurück. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einblick zu der Grand. Wir werden uns irgendwann nochmal darauf mehr eingehen, wenn wir auf jeden Fall auch stark genug dafür sind. Weil das sind nicht gerade mal ohne so, ne?